In wenigen Minuten werde ich mich mit dem YouTube-Megastar Gronkh treffen und seinem Kompagnon Sergeant Rompel. Wir werden gemeinsam etwas Verrücktes tun. Wir werden unser erstes YouTube-Video produzieren, und zwar unter den Bedingungen, wie man es kennt. Eine Kamera läuft und man redet drauf los und man erzählt sich alles, was durch den Kopf fliegt. Und wir reden diesmal über Videospiele und alles, was damit zu tun hat. Ich wünsche dabei viel Spaß. Herzlich willkommen beim Fernsehen im Internet, wie uns gerade gesagt wurde. Wir machen das alles so ein bisschen spontan heute. Und heute ist ein großer Hersteller von Netzstrümpfen anwesend. Und wir freuen uns sehr darauf, den Thilo von netzstrumpf.de willkommen zu heißen. Hallo. Ist mir was in Gang gerade? Ja, ist es dir. Ja? Ich werde das mal auch korrigieren für die Zuschauer zu Hause, die nicht wussten, dass ich Netzstrümpfe herstelle, sondern ich bin vom Stern und wir machen ja eine YouTube-Reise durch Deutschland bzw. Internet. Und ihr stellt dann quasi auch Netzstrümpfe für die Allgemeinheit vor, denn gerade in kalten Tagen, jetzt ist ja Sommer, es wird wärmer, aber bald sind ja die kalten Tage, da muss man ja schon mal sehen, dass es auch untenrum warm bleibt. Deswegen ihr habt ja das neue Produkt, die Internetstrümpfe gefunden. Sehr gut, ne? Internetstrümpfe kann man kaufen. White Titty weiß, wie es funktioniert, wie man Produkte im Internet richtig verkauft. Das machen wir jetzt hier gerade. Ich habe gehört, das stimmt ja gar nicht. Da wurden mir Informationen zugespielt quasi, dass tatsächlich gar keine Klage oder sowas vorliegt oder gar keine Untersuchung. Das hat irgendein anderer YouTuber, der neidisch war, irgendwas losgetreten, was nicht stimmt? Angeblich wohl dieser, war das ein ARD-Bericht oder sowas in der Richtung? Ich weiß nicht genau. Brennpunkt Mainz war das? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Brennpunkt Mainz. Da wurde wohl, also die investiver Journalismus par excellence oder was? Ja. Und Mediakraft hat jetzt wohl auch verlautbart, gestern war das glaube ich, dass sie tatsächlich gar nichts vorliegen haben und nichts von irgendeiner Untersuchung wissen. Allerdings muss man zugeben, dass sie ihre Telefone in diesen Beiträgen schon sehr auffällig positioniert haben. Also es war ungefähr so, als würden wir darüber reden, Xbox, und dann würden wir die Xbox... Ja, gut, das lassen wir mal dahingestellt. Ja. Aber ich weiß auch, ist das denn so, wisst ihr das? Ihr seid ja vom Fach, ihr seid ja Journalisten, ihr wisst ja alles. Ist das denn so, wenn man bei Online-Videos jetzt Produkte präsentiert, dass man da dann quasi Probleme kriegt? Nee, es ist ja nicht geregelt und geklärt. Das ist ganz schwierig, einen Ort zu finden, wo keine Produkte stehen, die irgendwie so... Und zwar ist man darf das wohl noch. Und das ist das Problem, weil sich viele darüber aufregen, dass man es das ja nicht machen soll. Aber man darf aber kein Geld dafür nehmen. Man darf das aber man könnte dafür Geld nehmen. Noch darf man das machen. Ja. Noch darf man das machen, ja. Okay. Das geht, glaube ich, nur darum, dass die Kinder nicht verführt werden sollen. Dann eben zum Beispiel Produkte von McDonald's, die ziemlich gut schmecken. Oder Red Bull. Von wem? Von wem? McDonald's, akustisch Red Bull, nicht verstanden. McDonald's. Aber wir kennen das doch alle von Harald Schmidt, wie er immer sagt, es gibt natürlich auch Angebote von anderen Anbietern oder Produkte von anderen Anbietern. Zum Beispiel, dann zählt er alles auf und dann ist rechtlich alles. Klares, kaltes Wasser möchte ich gerne empfehlen. Ich trinke zu Hause klares, kaltes Wasser. Ja. Gibt es auch... Verführe die Kinder zu klarem, kaltem Wasser. Verführe sie. Ja, Wasser ist geil. Und jetzt, wie Harald Schmidt uns das gelehrt hat, es gibt klares, kaltes Wasser aus dem Badezimmerwasserhahn und es gibt ihn auch aus dem Küchenwasserhahn. Genau. Das Problem ist aber... Das ist ja, wir drehen ja gerade in Köln und hier in Köln ist das Wasser ziemlich verkalkt. Ich komme original aus Braunschweig, da gibt es super sanftes Wasser, liebe Braunschweiger, super Wasser. Aber in Köln, muss ich sagen, ist das Wasser sehr witzigerweise, ungeil. Aber nicht überall in Köln, sondern nur auf der hiesigen Rheinseite. Auf der anderen, Richtung Deutz und so weiter, die haben teilweise aus Berchtesgaden super gutes Wasser. Ich glaube, das liegt daran, dass Köln 1945 einfach grundsätzlich komplett zerstört wurde auf dieser Seite, nicht Köln-Deutz, und die dann die ganzen Rohre sind dann so... Du meinst, die zehren noch an den Vorräten aus der Vorkriegszeit? Aber es kommt aus dem Bergischen, insofern, da ist es natürlich, haben wir richtig gut destilliertes, durch die Sedimente destilliertes Wasser. In Berlin haben wir ja Bleirohre. Das ist immer gut, das ist gesund auch. Ja, das schmeckt das auch gesund. Gut. Ja. Ja. Sieht auch ein bisschen müde aus gerade. Bleivergiftung. Werden wir wieder ernster. Ja. Gut. Du wolltest deine Fragen nur mit Ja und Nein beantworten. Eigentlich wolltest du eine Sonnenbrille aufhaben. Die Chance habt ihr jetzt. Ich fange mit dir an und werde versuchen, dir... Ich wollte arrogant wirken, warte. Ja, genau. Inwieweit gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen den ganzen Let's Playern im Internet? Ja. So funktioniert das Spiel nicht. Du musst dann schon, wenn ich dich austrickse und du nicht mit Ja-Nein antworten kannst, dann musst du jetzt schon. Ich weiß ehrlich gesagt nichts von einem Konkurrenzkampf. Ich habe keinen Konkurrenzkampf mit niemandem. Ich sehe natürlich andere Channels, die besser funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Aber ich gucke mir auch gerne Channels an, aber da ist es eher das Interesse für die Videos, als dass ich jetzt irgendwie gucken würde, warum funktioniert das besser oder warum funktioniert das bei mir nicht so gut oder so, das ist mir eigentlich Wurst. Du hast eine Brücke gar nicht auf übrigens. Nee, habe ich nicht. Wie hast du sie nicht aufgesetzt? Jetzt bin ich ja der einzige Hampel hier. Ich bin der einzige Hampel. Der einzige Hampel.
beim Üben, beim Vorbereiten hat es geklappt. Wir haben tatsächlich geübt eine Minute und da hat es ganz gut geklappt, eigentlich mit dem Pad sich ein paar Blöcke zu setzen, sich gegenseitig zu supporten. Ja, das müssen wir jetzt wieder aufladen. Normalerweise können die auch mit diesem Pad supporten. Da können die dann Blöcke setzen und so weiter. Wow. Eigentlich eine geile Nummer. Wir haben ja Ankündigung, Minecraft-Turmbau sollen wir jetzt machen. Darf ich dazu auch was sagen? Selbstverständlich. Nein. Nee, also bitte. Als ich damals angefangen habe, gab es noch nicht so viele Let's Player. Das ist, glaube ich, 4 Jahre her knapp. Nimm dies. Der hat übrigens eine super Frisur. Und wir sind Level 2. Wunderbar. Da gab es nur sehr wenige und die waren auch alle größer natürlich, weil man selber mit 0 angefangen hat. Und ich habe mir damals gesagt, das habe ich, muss ich zugeben, habe ich zwischendurch aber gebrochen eine Zeit lang. Ich habe mir damals gesagt, ich werde nicht darauf gucken, was andere machen. Ich werde nicht auf die Zahlen achten, die andere haben, sondern einfach das machen, was mir Spaß macht. Und dann einfach mein Ding durchziehen und mich so halt auf dem Channel präsentieren. Warum die Mobbinglampe? Weil es nicht passt. Ach so. Mhm. Schade. Nee, auf jeden Fall mich da halt so präsentieren, wie ich selber halt bin. Und damit bin ich eigentlich die Zeit lang gut gefahren. Es wurde erst blöd, als ich wirklich angefangen habe zu gucken, was machen denn die anderen. Und dann fängst du an, öfter mal zu gucken, dann fängst du an, aha, die haben gerade die Spiele, das läuft so und so gut, warum haben die so und so viele Zahlen, warum habe ich nicht so und so viele. Das machst du dann auf YouTube, das machst du auf Facebook, vergleichst das hier, vergleichst das da, du machst dich nur verrückt. Ja. Du machst dich total verrückt. Ja. Also vor allen Dingen, weil man auch die Erreichbarkeit von Zahlen, die man ja ständig hat, sei es jetzt über den eigenen Channel oder über Social Blade von anderen Channels oder so, da kann man Stunden mit verbringen, irgendwelche Sachen zu vergleichen und man weiß am Ende, ist man genauso schlau wie vorher. Und das Schlimme ist, man guckt immer nur bei Leuten mit größeren Zahlen. Das heißt, ich gucke jetzt natürlich nicht, irgendwie bei einem, der irgendwie 100 Abonnenten hat. Krink aus Friedrichshain, Berlin. Genau. Da gucke ich jetzt irgendwie nicht irgendwie, was läuft bei dem. Ja. Automatisch guckst du natürlich irgendwo, wo es besser läuft oder wo es mehr sind. Das wäre ja bei dir schon recht schwierig, lieber. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei PewDiePie gucke, PewDiePie ist ja inzwischen allen Begriff wahrscheinlich, euch erst recht. Ja. Als gut vorbereitete Journalisten. Genau, und wenn ich da jetzt gucke, ich glaube, du musst hochrutschen wegen der Mobbinglampe. Also, genau, sonst kriegst du einen roten Kopf. Wenn ich da gucken würde, das würde mich bekloppt machen einfach. Und das wäre auch, wenn ich mir überlegen würde, ich müsste dann auch alles zusammenschneiden, ich müsste schreien oder so, ich mag ihn als Mensch, aber ich kann mir halt die Videos nicht unbedingt angucken. Das ist nicht böse gemeint, liebe PewDiePie-Freunde, es ist nur einfach nicht meins. Ich bin Fan, muss ich sagen. Ich find die Sachen, die er macht, finde ich gut. Ich finde auch die Videos, nicht alles, sind super. Nicht alles, was er macht, aber das ist immer so. Man findet bei jedem irgendwie. Es ist mir nur persönlich, die Spiele sind mir ein bisschen zu anstrengend, einfach weil ich einfach mehr so der Entspannte bin, glaube ich. Was spielst du denn so? Das kommt drauf an. Vom Spielen her mag ich es auch unentspannt mal. Aber meistens, ich habe halt sehr oft auch Adventures da, ich habe Rollenspiele da, die eher ruhig sind. Ich habe auch tatsächlich Wimmelbildspiele und sowas. Also, und dann aber wieder Horrorgames, also ja, wo man halt so. Da kommt jetzt ganz Jahre viel, ne? So kommt er jetzt nach Slenderman und all diesen Sachen, die so beliebt waren. Und da kommt jetzt endlich mal wieder. Ich hab darauf aber jetzt kommen endlich mal qualitätvolle Sachen. Das war ja während Slenderman und während der Zeit, wo alles rausgekommen ist. Da haben wir ja nur Pixelwolken gehabt und jetzt kommt da schon auch echt. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Renaissance. Also jetzt kommt nochmal. Ich bin mal gespannt. Also Bethesda bringt ja dann noch irgendwie Evil Within. Da bin ich mal sehr gespannt. Dieser krasse Produkttrailer. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Das habe ich auch ganz oben auf der To-Do-Liste. Und dieses Zombie, das neue Zombie-MMO von den Deadlight-Leuten. Wie heißt das noch? Daylight oder? Nee, das an. Heißt das Daylight? Nee, es gab einmal Daylight und dann gab es noch dieses andere. Dieses andere Scheißdinger. Ich hab das sogar auf der Gamescom gespielt und ich würdet weiß ihr sagen, nicht, dass Zombies, das ist jetzt ganz wichtig, ein Massenphänomen sind oder immer noch? Das ist ganz wichtig. Für mich ist es sehr wichtig gerade. Ich glaube, Zombies die Nummer ist schon wieder durch ein bisschen, weil das einfach so overhyped war. Es macht zwar immer noch Spaß, Zombiespiele machen immer noch Spaß, DayZ läuft auch super überall oder Nether bei euch gerade. Aber Nether hat keine Zombies. Nee, unschuldig. Das sind Monster, sind Aliens oder was auch immer. Ja, oder bei Rust haben sie Zombies wieder rausgenommen. Ich glaube, das sind alles immer Wellenformen, die wir haben. Es gibt immer die Zombie-Apokalypse, war total in, jetzt flaut sie wieder ein bisschen ab, aber die wird wiederkommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Klar. Ich hoffe, es kommen keine Vampire wie Edward oder sowas. Ich glaube, Noskoth kommt jetzt. Noskoth kommt jetzt. Vampire kommen jetzt. Vielleicht endlich mal ein bisschen. Masquerade war damals geil. Ja, Masquerade. Oh, ja, das kann ich mich daran erinnern. Das hat mein Rechner in die Knie gezwungen. Das war relativ mit Lightning und so, war krass. Da musste man sich einen Computer komplett für kaufen. Genau. Nicht so häufig. Genau. Mit der 3DFX war das damals, glaube ich. So. Ja, aber es gibt noch kein richtig gutes Spiel mit Vampiren, finde ich. Also, ich kenne keins. Und mal gucken, wie Noskoth wird. Castlevania? Ist inzwischen. Oh, Castlevania bin ich raus. Ja, aber Castlevania ist kein. Ist der Jump'n'Run, ja. Aber es ist nicht schon, für mich. Es war jetzt eher so ein Nerd-Ding. Genau. Also Entschuldigung, wir hier über Spiele diskutieren gerade. Liebe Sternzuschauer, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen daheim vor dem Röhrenmonitor,
so genau funktionieren eben diese YouTube-Geschichte. Man redet und redet und redet und redet und nimmt gar keine, theoretisch keine Rücksicht auf seinen Zuschauer. Da muss ich jetzt wirklich So. Nee, also was ich damit meine ist, der Zuschauer hat ja die, es ist so, im traditionellen Fernsehen hast du ja immer diesen, du musst es ja erklären, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass der Zuschauer es versteht. Also du machst Fernsehen für den am wenigsten vorbereiteten Zuschauer. Aber das ist genau das Problem. Man weiß einfach nicht genau, was der Zuschauer kennt und nicht, und deshalb macht man es mal einfach irgendwie. Bei uns ist es genau andersrum. Wir wissen einigermaßen, was unsere Community kennt und weiß und aber wie sie reagiert. Aber wir erklären auch sehr oft für Leute, die es nicht unbedingt wissen. Genau, aber es ist halt nicht so, dass wir einen ganzen Beitrag darüber machen, sondern wir erklären das mal schnell, weil wir wissen, okay, da gibt es welche, die können das oder die kennen das und andere, die können oder kennen das nicht. Aber zum Beispiel, wenn man Videos macht über YouTube-Leute zum Beispiel, das dann immer irgendwie, wie viel verdient ihr denn damit? Könnt ihr denn davon schon leben? Das ist so die Standardfrage immer. Das hat man bis jetzt in jedem Interview gehabt. Wie viel verdient ihr eigentlich damit? Könnt ihr denn davon leben? Nein. Ich will keine Antwort auf die Frage, ich will sie nicht. Obwohl ich ja gerne mal, ich würde ja gerne, wenn es dann so, bald wird es ja dann so sein, dass das Fernsehen so dann sich wieder aufrappeln muss und ihr macht dann Interviews mit alten Fernsehstars, dann müsst ihr dann unbedingt Günther ja auch fragen, wie viel verdienst du jetzt eigentlich damit, dass du wie hast du denn damit verdient? Das wäre super interessant. Ja, stimmt. War das nicht so, wer war denn das nochmal hier? Hans Meiser. Der ist doch jetzt insolvent, ne? Ja, das ist ganz traurig. Aber diese ganzen 90er Jahre TV-Leute hier, Renate Schreinemakers, wisst ihr? Die hatte auch ein geiles Sendeformat. Da ging, glaube ich, eine Sendung. Margarete Schreinemakers. Genau. Da ging so eine Sendung, glaube ich, dauerte so gefühlt 7 Stunden. Mhm. Das war ja dann immer so, die hatte dann auch so 1,5 Stunden überzogen. Und da kann man ja richtig Witze drauf bauen. So wie sie Steuern überzogen hat. Und deswegen ist ja eigentlich ihre Karriere auch. Das stimmt. War ja dann aus. Und dann falschen Mann geheiratet, glaube ich, nochmal. Was macht eigentlich Arabella Kiesbauer heute? Die hat auch mal immer diese sehr echten Talkshows gehabt. Ich finde es ganz großartig, dass ihr so vor zwei riesigen PCs sitzt und ich ein Handy in der Hosentasche habe und wir uns so echte Fragen noch stellen. Das ist ja auch ungewöhnlich. Und da haben wir noch was. Internetmenschen, die den ganzen Tag vorm Computer sitzen und spielen, reden auch noch. Und sie googeln nicht sofort, wenn sie eine Frage haben, sondern sie überlegen. Wir können gar nicht googeln, während wir spielen. Aber doch, du könntest ja hier, wie heißt die Stimme von auf den Samsung-Handys? Die Siri-Stimme? Oh, keine Sari. Sari. Du könntest ja auch, hallo Sportsfreunde. Du könntest beim Spielen könntest du ja so reinfragen. Nee. Ich habe tatsächlich beim Rechner habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe jetzt irgendwie hier den Monitor, wo ich dann immer spiele und aufnehme. Jetzt steht das Mikrofon. Dann habe ich hier jetzt ein iPad stehen, wo ich dann teilweise einen Counter, also so einen Timer mitlaufen habe, damit ich weiß, wie lange die Folge schon geht. Und achte da sowieso nie drauf. Und dann habe ich parallel aber noch den Safari offen und kann dann zwischendurch mal ganz kurz was gucken. Ja. Also wenn, aber das mache ich nicht. Nee, das wird zu anstrengend, weil man muss so spielen, moderieren und gleichzeitig bei Google suchen. Das kannst du aber nicht so machen. Ja, dann gehe ich mal hier und dann tippst du da auf dem iPad. Das geht natürlich hier, nicht. Ich habe auch immer so ein... Achso, 20 Minuten sind wir schon? Das ist jetzt mein Timer. Ich mache meine Folgen ungefähr 20 Minuten. Genau, 20 Minuten ungefähr. Wie lange macht ihr eure Interviews ungefähr? So, wenn ich Lust habe, können wir 2 Stunden miteinander reden. Und wenn wir haben ja Zeit. Also ihr müsst nachher noch Düsseldorf. Ja, genau, anders hin. Aber das Problem ist, dass bei uns ja dann noch... Zu wem fahrt ihr nachher? Auf den Webvideo-Wort und ich rede mit Iblali. Ach, den kannst du mal grüßen, Victor. Den kannst du mal grüßen. Musste ich sagen, dass er stinkt? Von wem? Von Pizmeet? Das war gestern noch. Ja. Da musste ich auch so Botschaften übermitteln. Echt? Habe ich PietSmiet keine Botschaft ihr wart für uns? Also, ihr wart also vorher schon bei PietSmiet, ja? Also ihr wart vorher bei PietSmiet, ja? Das also Konkurrenz ist überhaupt gar kein Thema bei uns. Konkurrenz, also ganz ehrlich. Wir sind jetzt leider mit diesem Interview auch durch. Tja, ist schon spät, ne? Wir waren mit dem sogar in einem Ballparadies. Alter. Fick dich. Und wir sind gerutscht und so. Das fand ich so. So, das ist mein eigenes Videospielkanal. Wir spielen heute Lampe. Lampen finde ich ziemlich gut. Sie drehen sich um sich selbst. Kommt, ja, danke, rettet mich. Wir sind ja nett. Also. Was hast du denn mit dem Pizzo bequatscht? Das interessiert mich. Hast du Ihrem Geld gefragt? Also wie viel verdienen ihr denn so? Haben die was erzählt? Zwischen 170.000 und 240.000 Euro im Monat. Ah, das geht ja noch. Das ist ja. Also sie verdienen auf jeden Fall so, dass sie... Da ziehe ich nicht mal Steuern. Ja, dass sie halt noch brav ihr Studium beenden und dass sie auch noch was richtig lernen und darauf auch vertrauen. Wusstest du, dass sie laut Social Blade bis zu 2 Millionen Dollar im Jahr verdienen? Ja, ich allein schon bin, glaube ich, schon, ich glaube, ich bei 24.000 oder so. Social Blade ist eine Seite, die immer schätzt, das ist ein Phänomen eigentlich. Social Blade ist eine Seite, die schätzt, wie viel du verdienen könntest, eventuell, wenn die TKPs stimmen würden, also die Preise für die Werbung. Und da ist das Phänomen dabei, dass ganz viele Kinder, also jüngere Menschen, Schlüpflinge, schauen dann quasi auf diese Social Blade-Seite
und nehmen das als Fakt, weil es im Internet steht. Aber immer das Maximum. Kann man das hier mal so machen? Ja, immer das Maximum. Kann man das hier so machen? Ja, das könnte man eigentlich rein theoretisch machen, aber momentan sind die Leute natürlich nicht in der Regie. Dann probiere ich das danach mal aus. Genau, also Softblade, glaube ich, ist eine Seite, die tatsächlich den YouTube-Fame so ein bisschen gepusht hat damals. Also die Abozahlen stimmen ja soweit, das stimmt ja da. Was ja, und die Views auch ungefähr, aber was halt die Preise angeht, da stimmt. Ich wünschte, es würde stimmen. Ich wünschte, es würde stimmen. Das wäre toll. Ich kenne nur diesen Cloud-Score. Wo, klar, das ist auch für Twitter, ne? Oder für alles so sagen, wie wertvoll du als Social-Media-Stimme bist. Das benutzt auch keiner, oder? Das sagt auch keiner, hey, meine Cloud Score ist irgendwie 3 oder sowas. 67. 67? Bei dir? Ich glaube ja. Also jetzt betteln wir uns mal. Cloud, war das mit T? K-L-O-U-T. Cloud. Und auch das geht, wenn man Fernsehen für das Internet macht. Man kann einfach mal nebenbei was anderes machen. Ich suche nach Cloud und finde zuerst Wikipedia. Danke, Google. Cloud Score. Achso, ja, da musst du dich eintragen und da musst du dich anmelden und dann zeigt er dir das erst an. Da musst du dich mit all deinen Konten anmelden. Ja, das habe ich sogar gemacht tatsächlich. Sonst noch was oder wie? Das habe ich gemacht, aber ich weiß mein Login. Ich mache das nur mit Twitter, habe ich das glaube ich. Ich bin da nicht drin. Man muss auch nicht alles mitmachen. Diese Energy-Drink-Dose stört. Das ist wichtig zu wissen. Man muss nicht alles mitmachen. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Krankheit, dass manche Leute meinen, sie müssen überall präsent sein, auf Twitter, auf Instagram. Ich bin bei Instagram. Ja, hast du dir jetzt einen Account gemacht? Ich hab mir den Gronkh-Account geholt, tatsächlich. Ach so, ja. Musstest du den von jemandem holen? Ja, ich musste Instagram anschreiben, aber ich durfte auf Markenrecht pochen. Also hast du ja, dein Name ist ja richtig als Marke eingetragen. Genau. Genau aus diesen Gründen übrigens. Wie viel Marke ist Gronkh eigentlich? 70. Ja, so gar nicht so weit auseinander. Ja. Mein Herr? Ja. Wir müssen mal euer connecten über Twitter und so, damit die Cloud Score steigt. Dann machen wir. Oh ja, das ist dann haben wir 140 von 100. Wir tauschen nachher ganz wichtig. Das addiert sich immer, oder was? Ja. Das Schneeballsystem in Social Media. Genau, es gibt drei Mitglieder bei Cloud und die machen das einfach das, dann. Das reicht aber auch. Also ja. Dein Name ist eingetragen, richtig als Marke, so wie Red Bull oder McDonald's eine Marke ist oder Xbox. Genau. Das ist eine Wortmarke, halt größtenteils für Internet und Werbung und Pipapo. Und das haben wir aber gemacht aus dem Grunde nicht irgendwie, weil wir jetzt ein großes Unternehmen wären oder so, sondern einfach aus dem Grunde, damit nicht andere Leute anfangen, die Namen auszuschlachten, weil es fing an, dass Leute angefangen haben, die Namen zu verkaufen auf Shirts und sonst irgendwas. Und das wollten wir halt nicht. Wir wollten nicht, dass andere Leute halt irgendwie Geld von den jungen Menschen nehmen, von den Schlüpflingen irgendwie Geld nehmen und sich darin bereichern irgendwie. Das vor allem, weil wir selbst ja auch immer sehr stark darauf achten, dass eben genau das nicht passiert. Auch weil ihr das selbst machen wollt von den Schlüpflingen einfach wirklich aus wirklich Nettigkeit? Also wenn wir das machen, es gibt inzwischen zum Beispiel Shirts, gibt es inzwischen so viele Anfragen, dass man sagen muss, okay, wir werden das wahrscheinlich machen, aber trotzdem suchen wir halt eine Möglichkeit, dass es trotzdem noch günstig für die Leute bleibt. Deswegen haben wir jetzt nicht irgendwie so ein Fertigsystem genommen, einfach wo einfach irgendwie die Shirts rauszukloppen, sondern das soll wenn schon dann richtig sein und halt günstig, dass die Leute sich das so leisten können. Ist Gronkh eigentlich eine Abkürzung aus dem Dritten Reich? Also du meinst den Griff hat ja, oder was? Ist es sowas aber, anderes? Aber der hieß ja nicht, großer Nk. Das passt ja nicht. Großer National. Also Gronkh hat sehr wenig mit Hitler zu tun, außer dass ich mal Adolf Schlömpel gespielt habe, in einem Spiel wohlgemerkt. Das war aber auch nicht der Hitler, das war der Schlömpel. Und bei South Park haue ich Nazis aufs Maul. This is gonna be so awesome! Das weiß ich noch nicht genau. Ach, 820. Nein, entschuldige mal. Wir folgen jetzt Deutschland! Dude, I'm just happy this whole stupid thing is over with. Ist das schlecht. Das gehört zum Spiel, liebe Nazis. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? So. Ansonsten bei aber. Bei dem neuen hier, Stick of Truth? Supergeil. Supergeiles Spiel. Supergeiles Spiel. Und man kann Nazis aufs Maul hauen. Und Analsonden und so eine Geschichten. Und Analsonden sind auch noch dabei für Leute, die gerne rektale Abenteuer erleben. Ist aber nur im Spiel. Das finde ich echt ganz interessant. Ja. Viele Spiele, die ihr spielt, sind ja wahrscheinlich auch für Erwachsene. Eure Zuschauer sind aber kleiner. Das kommt drauf an. Also kommt sehr drauf an, tatsächlich. Ja. Also seid da ihr nun wirklich, also ihr habt einfach viele, viele Zuschauer. Seid ihr manchmal auch so heimlich, erzieherisch, dass ihr sagt, sozusagen, wenn du jetzt Stick of Truth... Ganz offen sogar. Ich bin sogar, ja, ganz ehrlich, ich bin ganz offen erzieherisch. Also ich mache teilweise auch die Jahresrückblicke, wo ich dann irgendwie so ein bisschen auch mein Leben so ein bisschen ausbreite vor den Menschen und so ein bisschen auch selber so ein bisschen Revue passiere. Und da habe ich so ein bisschen diesen Drall. In den 80er, 90er Jahren gab es ja diese Zeichentrickfilme, He-Man und sowas, kennst du ja bestimmt auch noch. Pandemonium. Kenne ich gar nicht. Das kennt ihr bestimmt. Das ist die Serie, bei der... Pandemonium kenne ich als Spiel, meinst du? Das ist eine Serie mit drei Panda-Bären, die durchs Weltraum reisen. Und das kennen wir alle, aber wir erinnern uns nur daran, wenn wir darüber reden. Wie alt bist du? Ich bin fast 12. Ja. Nee, wie alt bist du? Ich bin 13. Ich bin fast 12.
Ich offiziell bin ich fast 12. Okay, aber und, aber generell bin ich etwas älter als fast 12. Ich vermute, wir bewegen uns alle so auf der gleichen Altersebene. 14, 12, 12. Ja, genau, genau. Und ja. Das war eigentlich das, so wollte ich rausbekommen, über Alter reden, aber es hat nicht. Du bist aber die Raccoons kennst du bestimmt noch. Ja. Siehst du, das ist auch sowas, wo man, die hat man immer vergessen irgendwie. Oder die Blafonia, das sind die, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Blafonia hatte ich irgendwann so ein Flashback, so gab es ja auch noch. Worauf wollten wir jetzt eigentlich hinaus? Wir schweifen zum Glück erzieherisch, nicht ab. Erzieherisch wirken bei YouTube. Ach so, genau. Und da war ja früher immer am Ende irgendwie, hallo Kinder, in der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Diebstahl böse ist und sowas. Und ich glaube, das fließt da tatsächlich noch so ein bisschen mit ein, dass man versucht, den Leuten... Aber man muss ganz klar sagen, da muss ich kurz unterbrechen, wir machen das ja nicht so, dass wir da pädagogisch wirklich auftreten, sondern nein, es geht eher nee, darum, dass wir unsere eigene Meinung, die wir auch tatsächlich, das ist ja wirklich unsere Meinung, so ein bisschen teilweise verteidigen, sage ich mal ganz klar, weil YouTube hat das, den großen Vorteil gegenüber von... zum Fernsehen zum Beispiel, dass halt die Interaktion wesentlich größer ist. Das heißt, die Leute können in die Kommentare schreiben, können mit dir diskutieren und teilweise kommt es halt vor, dass wir in irgendeinem Video irgendwas sagen, was unsere Meinung ist und dann wird das heftig diskutiert und es ist schon vorgekommen, dass ich oder Gronkh dann in einem anderen Video das wieder aufgenommen haben und nochmal unsere Meinung, unseren Standpunkt verteidigt haben, eine Stellungnahme gemacht haben. Verteidigen müssen? Ja, ich sage das jetzt verteidigen, aber weil halt irgendwie natürlich Leute mit anderen Meinungen auch existieren. Die dann irgendwas dagegen schreiben. Nein! Ja, worauf ich hinaus will, ist es halt, also ihr habt es hat alles begonnen eben als großer Spaß, ich spiele Videospiele, Quatsch drüber. Und jetzt ist es aber so, dass ihr schon dass die Phase des Medienphänomens überschritten habt. Da gibt es aber, genau, und da kommen wir aber zu einer Problematik. Eigentlich gibt es keine genaue Zahl, aber ab irgendeinem Punkt hast du dann quasi. Musst du eine gewisse Verantwortung für das übernehmen, was du tust? Den Bildungsauftrag haben wir ja auch hier mit der Sendung. Den versuchen wir auch eigentlich regelmäßig immer mal wieder einzuhalten. Auch wenn es oft um Analsonden und was weiß ich geht. Das ist natürlich auch Spaß, das ist eine Unterhaltungsserie, Sendung. Aber wir versuchen schon auch hier, ein paar Sachen reinzubringen, die dann, wo man halt vielleicht was mitnehmen kann für sein eigenes Leben, für so sein Alltag. Ethisch, moralisch oder Lebenserfahrung auch mal. Ja. Oder vielleicht gerade heute hast du das Problem, viele junge Menschen, wir haben ja auch viele junge Zuschauer, hast du ja auch schon gesagt, haben ja heutzutage das Problem, die wissen ja gar nicht mal wohin. Du hast alle Möglichkeiten offen, du wirst irgendwie ins Leben reingeschmissen, aber du weißt gar nicht, was du daraus machen sollst. Du bist einfach überfordert und die Zeit rennt einfach nicht vorbei. Da gibt es auch schon einen Generationsbegriff dafür. Ein Kollege von mir hat ein Buch geschrieben, das den Titel Generation Maybe. Weil du einfach, du kannst alles machen, was du willst, aber eigentlich machst du dann nichts. Und du bist dann überfordert einfach. Das ist genau wie mit Spielen, das habe ich genau in diesem Beispiel erklärt, weil es einfach nahe liegt. Früher hattest du ein Spiel, das hast du ja gekauft und hast das oder hast du geliehen und hast das Wochenende nur dieses eine Spiel und hast es gezockt, weil du hast einfach keinen anderen gehabt. Heute hast du die ganze Festplatte voller Spiele, hast ja, was weiß ich, viele haben Raubkopien oder viele haben einfach sau viele Spiele, Überauswahl Steam. Und du weißt nicht, was du spielen sollst. Da gibt es auch eine Untersuchung, 80% der Spieler auf Steam beenden die Spiele nicht. Die spielen sie gar nicht bis zum Ende. Ich spiele seit ich ungefähr 11 Jahre bin Videospiele. 10, vielleicht sogar ein bisschen früher. Sogar im Osten habe ich sogar schon Videospiele gespielt. Polyplay, kann man mal eine Geschichte drüber. Echt? Die gab es da auch? Ja. Echt? Polyplay, kennst du? Nein, Spiele im Osten. Ja, da habe ich mal eine ganz große Geschichte drüber. Da können wir danach drüber reden. Okay. Das muss ich jetzt mal erzählen. Wir müssen nicht mal interviewen. Komm noch zu uns in die Sendung das gleich. Das ist ziemlich spannend, weil in der DDR wurde Videospielen von der Staatsseite unterstützt, weil die Regierung wusste, Computer ist die Zukunft. Also lassen wir unsere Kinder in den Schulen ziemlich progressiv. Videospiele spielen. Krass. Und zur gleichen Zeit, als es beschlossen wurde, so Ende, Mitte 80er, wurde im Westen Videospiele verboten. So Arcades wurden verboten, weil das ja ein böses Ding ist. Mhm. Und sogar, es gab sogar eine Videospielkonsole in der DDR, die hieß BSS 01, Bildschirmspielsystem 01, die ich besitze. Was ist eine Raubkopie? Das ist ein, wie heißt ein Raubkopie auch? Wie heißt denn dieses, wenn du so einen Chip nachbaust? Das hatte so einen Namen. Chap. Es ist ein Chappen. Das sogenannte Chappen. Das ist ein Chap vom Atari 2600. Und dann hatte ich mal ein Interview mit Nolan Bushnell und der wusste das nicht. Das fand ich so lustig, dass ein Land seine Konsole nachgebaut hat und er hat keine Ahnung davon. Total geil. So ein Land gibt es auch nicht, wie soll ich das verklagen? Was ich an der DDR echt geil fand, das muss ich mal ganz kurz sagen, das sind echt diese Begriffe. Bildschirmspielsystem feiere ich auch wieder. Das ist geil einfach. Systematische... Ja, Semantikverhunzung. Ja, Hammer. Wir hatten einen eigenen staatlich geförderten Arcade-Automaten. Ich meine, welches Land kann das von sich behaupten? Das stimmt. Mit 20 Spielen drauf. Aber vielleicht können wir da nochmal eine Klammer machen jetzt zurück, weil du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht auf unsere Zuschauer eingehen würden, was mich sehr tief getroffen hat. Nein, das meinst du so. Ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Sondern... genau, also diese Lebenserfahrung und das Pädagogische sozusagen, ne, das wird aber auch angenommen. Also wir machen das eben nicht
Wir zwingen es auch keinem auf. Genau, also wir zwingen es nicht auf, sondern wir bieten das an und es wird angenommen. Und das merkt man halt immer wieder an den PNs, die man bekommt. Wir sind ja wirklich auch erreichbar für die Leute, indem man halt uns über Facebook oder so Nachrichten schicken kann. Und was mich da erreicht, das sind, ich würde jetzt mal so sagen, das sind teilweise Sachen, die kein Sozialpädagoge von seinen Klienten geschrieben bekommt. Und das sind teilweise auch Sachen, die, wo man ganz vorsichtig sein muss, die zu beantworten, weil man selber gar keine Ausbildung in dieser psychologischen Geschichte hat. Da muss man ganz vorsichtig sein. Was kriegt ihr denn da für Nachrichten? Also teilweise Geschichten über Krebs, teilweise Geschichten, wo dann irgendwer gestorben ist oder wo jemand Selbstmord machen will. Und da kommt halt vieles zusammen. Das sind natürlich die negativen Geschichten. Es gibt natürlich auch ganz viele schöne Geschichten. Ganz kurz, habt ihr da so Mechanismen? Aber es geht, Entschuldigung, aber man muss jetzt geil, sagen, wir uns zu dritt alle nacheinander immer unterbrechen. Ja, aber es geht es geht schon auch darum, also es gibt natürlich diese Extremfälle, aber es gibt auch ganz normale, ich sage mal in Anführungszeichen normale Sachen, wie zum Beispiel Liebeskummer oder Probleme mit den Eltern, nicht wissen, wohin nach der Ausbildung. Solche Sachen kommen durchaus auch zu uns. Und das ist natürlich schon das Gros. Also es gibt diese Extremfälle, die wirklich, wo ich dann teilweise auch zurückgeschrieben habe, tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, ich bin kein Psychologe oder so. Aber trotzdem ist das ja auch schon gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie sagen kann, such dir Hilfe, geh zu dem und dem, lass dich nicht unterkriegen oder so. Aber da gibt es alles Mögliche. Es müsste eigentlich mal so einen Erika Berger-Channel geben auf YouTube. Das sage ich doch, das ist so, wir haben nichts anderes gemacht. Wie viel verdienst du mal Stern.de eigentlich? Kann man davon leben? Ich glaube nicht, nee, wir sind ja auch eigentlich alle Praktikanten. So, ach nee, so. Nee, sind wir nicht. Guck mal, wie das Team gerade grinst und nickt. Willkommen im Boot. Ja, ich glaube, man kann, glaube ich, bei Stern.de längfristiger mehr verdienen, aber so, ich glaube, wir Stars vor der Kamera, also ihr Stars vor der Kamera, Stern.de, hallo, Stern.de, ja. YouTube, mein Video, nee, was ist jetzt genau? Beides, ne? Online-Videos. Online-Video. Spiele. Dann, Online-Videosystem. 1.0. Die verbrennen ja viel schneller, wollte ich damit noch sagen. Also du verpuffst ja, irgendwann ist ja dann der Ruhm auch vorbei. Ja, du klar. Dann, irgendwann wirst du Drogen. Was? Nein, das geht immer so weiter. Machst dann nur noch total diese Videos und dann verlierst du deine Fans. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt so lange geht. Ich hätte schon gedacht, eigentlich hätte ich gedacht, auch als der Hype aufkam, dachte ich, gut, das hält jetzt irgendwie ein Jahr und dann bist du eh wieder weg vom Fenster und kannst wieder ruhig deine Schiene fahren. Was ist denn deine Schiene? Let's Plays. Die habe ich ja nie so groß angefangen. Das war ja früher alles sehr viel ruhiger, sehr viel kleiner und beschaulicher. Und dann dachte ich mir, gut, da ist jetzt dieser Hype, teilweise durch Minecraft, teilweise irgendwie, weil das irgendwie so ein bisschen Flächenbrand war. Und ich dachte, das war so ein Buschfeuer und dann ist vorbei. Aber irgendwie sitzen wir immer noch hier und Unkraut vergeht nicht. Ich danke euch für dieses wunderschöne Gespräch. Jetzt weiß ich, wie sich Internet anfühlt in der echten Welt. Das wissen wir doch nicht mal. Rumsitzen und quatschen, das ist auch wie in einer Hippie-Zeit. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich würde das gerne mal auch im deutschen Fernsehen sehen. Rumsitzen und quatschen. Das war früher ganz kurz. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Das war da früher bei RTL und so, als es anfing mit Karlchen, Maskottchen und so. Da war das doch so. Jetzt weißt du ungefähr, wie alt du bist. Ja, und die haben dann auch rumgesessen und einfach tatsächlich im Fernsehen haben die Bier gesoffen und geraucht in Talkshows, voll gut. Ganz normal. Das war haben sie jetzt wieder gemacht. Macht doch Charlotte Roche, macht das doch wieder. Ja gut, die macht ja alles. Ja. Das ist ja so ausgedacht. Es muss so sein. Deswegen machen wir es jetzt so. Es muss eher so sein. Also, ich finde es einfach guerillamäßig. Wir machen jetzt eine Talkshow, wo man eben nur sitzt und quatscht und die Leute müssen rauchen und Bier trinken. Es geht um Authentizität. Genau da das ist es. High Five geil. Für die Authentizität. Geil, Alter. Geil. Ich nutze das als Stichwort. So wie YouTuber offensichtlich immer gefragt werden, was sie verdienen, ist ihre eigene Feststellung, die sie wunderbar individuell finden, dass es um Authentizität geht. Wir sind Medienhippies. So sieht's aus.